Okay, wie sieht so ein Kontrollzentrum überhaupt aus? Ich schätze, wie ein großes, von Menschen gebautes, von Kobolden gebautes Gebäude. Siehst du hier so etwas? Nein. Vielleicht machen wir uns was vor. Wie könnte hier draußen irgendetwas sein? Habt ihr das gesehen? Wow! Unsichtbare Säulen. Schaut mal, mehr Plattformen. Ich schätze, irgendetwas ist doch hier. Aber ich sehe keinerlei Verbindung zu den Hochkobolden. Ja, ich verstehe es auch nicht. Thank you.
du irgendeine Ähnlichkeit zwischen dem Zeug aus Juriks Labor und diesem Unsichtbarkeitsding hier? In Juriks Labor war jede Menge Technik und ich habe nicht die Hälfte davon kapiert. Stimmt. Hochkobolde Dinge verstecken konnten, haben sie sich vielleicht auch selbst versteckt. Das würde zumindest erklären, warum sie seit Jahrhunderten nicht gesehen wurden.
von diesen unsichtbaren Gebäuden. Ich glaube, es wird wärmer. Seht euch das mal an. Wow. Unglaublich. Das ist nicht das Kontrollzentrum. Wie hat eine Hochkoboldstadt die Kristallkriege überstanden? Das ergibt keinen Sinn. Die Stadt muss was damit zu tun haben. Hier finden wir sicherlich wichtige Hinweise. Dann sehen wir nach, okay? Die Hochkobolde haben sich hier also 200 Jahre lang versteckt. Und darauf gewartet.